Guten Tag, guten Abend, liebe Geschwister. Wir grüßen euch im Namen Jesus, im Namen Joshua. Hallo. Wir sind wieder mal zu sehen. Nicht um uns zu zeigen, aber um das Evangelium zu präsentieren, um den Herrn zu präsentieren, um die Lösung zu präsentieren. Und sein Name ist Joshua. Ich bin der Bruder Dean und sitze hier mit meinem Bruder Thierry. Und bevor wir anfangen, wollen wir erstmal den Herrn anbeten, ihn preisen und ihn bitten, dass der das Ganze hier führt. Wir beten, Herr, wir danken dir. Wir danken dir für deine Güte, für deine Liebe. Wir danken dir für diesen Moment, den du uns gegeben hast, um deinen Namen zu ehren. Herr, wir wollen dein Evangelium verkünden, wir wollen dein Wort verkünden. Berühre dein Volk im Namen Joshua. Amen. Amen. Wir wollen ganz kurz die Gemeinde stärken, die Gemeinde ermahnen. Und zwar sind wir in Offenbarung, Kapitel 14, ab Vers 6. Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern, und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Amen. Amen. Also wir können hier sehen, dass der Johannes wurde durch den Herrn in den Himmel gebracht, und der hat einen Engel gesehen. Unser Engel kam und hatte das Evangelium mit sich. Was für ein Evangelium? Das ewige Evangelium. Das ist das, was mich wirklich interessiert hat hier oder geweckt hat oder geschockiert hat. Das Evangelium, was wir predigen, gar nicht neu ist. Mhm. Das Evangelium hat es schon immer gegeben. Das ist ewig. Ja. Das wahre Evangelium gab es schon immer. Und was sagt dieses Evangelium? Es ist gekommen, um das zu verkündigen, denen, die auf Erde leben, also alle, die auf der Erde leben, also alle fünf Kontinente. Wir sehen Asien, Europa, Amerika, Afrika, Australien und so weiter und so fort. Mhm. Wer noch? Alle Sprachen, alle Menschen, die Heiden, allen Völkern ist er gekommen, um das ewige Evangelium zu predigen. Also nicht nur für die Leute aus Afrika. Nein, auch nicht nur für die Deutsche oder nicht nur für die Lateinamerikaner. Für alle. Genau. Für alle. Und was sagt er? Und er sprach mit einer großen Stimme. Was sagt dieses Evangelium? Wir sollen den Gott fürchten. Fürchtet Gott. Amen. Amen. Das Evangelium sagt nicht, komm zu Gott und du wirst reich. Nee. Das Evangelium sagt nicht, komm zu Gott und du wirst heiraten. Nein. Das Evangelium sagt nicht, komm zu Gott und du wirst große Häuser haben oder was weiß ich auch, was auch immer. Aber das Evangelium sagt, wir sollen den Gott fürchten. Und dieses Evangelium hat es schon immer gegeben. Das ist das ewige Evangelium. Der Gott hat schon immer gewollt, dass der Mensch ihn fürchtet. Und wir haben ja vorhin auch gesehen, dass, was ist die Furcht Gottes? Das ist die Sünde zu hassen. Genau. Die Sünde zu hassen, das ist Gottes Furcht. Wir können sehen, Bruder Thierry, du kannst vielleicht lesen. Also Sprüche, Kapitel 8, Vers 13. Mhm. Die Furcht des Herrn hasst das Arg, die offenbar den Hochmut und den Böse Weg. Genau, wir sehen, dass die Furcht des Herrn, anders gesagt, ist, die Sünde zu hassen, Hochmut zu hassen. Amen? Amen. Das ist Gottes Furcht. Und dieses ewige Evangelium wird uns in diesem Sinne präsentiert, dass wir den Herrn fürchten sollen. Wir sollen die Sünde hassen. Was ist die Sünde? Da müssen wir uns die Frage stellen. Was ist die Sünde? Das Übertretung Gottes Wortes. Gottes Wort zu übertreten. Also die... Wir sind begrenzt oder wir sind eingeschlossen oder beschützt. Wir sind in einem Haus, das Wort Gottes, und da gibt es Regeln, da gibt es Rechte, da gibt es Vorschriften, wie wir uns verhalten müssen. Und wenn wir uns nicht daran halten, dann übertreten wir die. Genau. Wenn der Gott sagt, wir sollen nicht hassen und wir hassen, übertreten wir es. Wenn der Gott sagt, weil der Gott sagt das auch, wir sollen unseren Nächsten lieben und wir es nicht tun, übertreten wir es. Ja. Wenn der Herr sagt, wir sollen nicht klauen und wir tun es, dann übertreten wir das. Ja. Wenn der Herr sagt, wir sollen nicht töten, und wir töten, dann übertreten wir sein Wort. Das alles ist Sünde. Das heißt, Gottes Wort zu übertreten. Das heißt,
Um zu verstehen, was der Herr von uns verlangt, um zu verstehen, was der Herr von uns will, müssen wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Amen. Amen. Mit seinem Evangelium, mit seinem ewiges Evangelium. Was uns dazu bringt, den Herrn zu fürchten, bedeutet nicht, dass du vor dem Herrn zittern sollst oder keine Angst vor ihm, dass du sagst, okay, ich möchte nichts mit ihm zu tun haben. Nein, der Herr ist Liebe, ja, aber er ist gerecht. Und er steht sogar hier, sein Gericht kommt bald. Sein Gericht kommt bald mit ihm. Sein Gericht kommt bald und jeder wird seinen Lohn bekommen. Darüber haben wir letztes Mal auch schon gesprochen. Jeder wird seinen Lohn bekommen. Wir sollen ihn fürchten. Gebet ihm Ehre. Wen? Dein Pastor? Nee. Deine Gemeinde? Auch nicht. Dein Geld? Deine Frau, deine Kinder? Dein Reichtum? Dein Besitz? Nein. Aber den Gott, und welcher Gott? Dieser Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Wow, das ist kein Zufall, dass wir hier sind. Nee. Wir sind keine Zufallsprodukte. Aber es gibt jemanden, der Himmel und Erde erschaffen hat. Gott. Und ihn sollen wir fürchten und den sollen wir ehren. Amen? Amen. Genau, der hat alles erschaffen. Himmel, Erde, Meere und das Wasser. Alles, was wir sehen. Aber ich wundere mich, dass die Menschen heute die Kreaturen anbeten. Ja. Dass die Leute Statuen, sich vor Statuen hinknien, dass Leute sich vor Steine hinknien. Diese Dinge wurden doch erschaffen. Amen? Sogar vor Leute. Ja, sogar vor Menschen. Die Leute knien sich vom Geld hin, die Leute unterwerfen sich ganzen Dinge dieser Welt, die Reichtümer dieser Erde. Aber die vergessen, dass diese Dinge vergänglich sind, die werden vergehen. Mhm. Und die Ehre gebührt nur einem, der das alles erschaffen hat. Amen? Amen. Und was sagt er zu uns? Genau, wir sollen ihm ehren, wir sollen ihm loben, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Geschwister, es gibt nur ein Evangelium, keine zwei, keine drei. Und alles andere Evangelium, was uns gepredigt wird von, wie sagt man das, von Wohlstand und alles Mögliche, das kommt direkt aus der Hölle. Es gibt nur ein Evangelium, das ist ewig. Und das bringt uns dazu, den Herrn zu fürchten, die Sünde zu hassen. Wie sagt man, alles, was gegen ihn ist, zu hassen. Viele Leute sagen, die sind Christ, aber die rauchen. Die Bibel sagt, im 1. Korinther Kapitel 3, der sagt, wisst ihr nicht, dass ihr das Tempel Gottes seid? Und derjenige, der sein Tempel zerstören wird, den werde ich auch zerstören. Wenn du dich besäufst, wenn du dich mit Drogen vollpumpst, wenn du rauchst oder was auch immer, du zerstörst den Tempel, das Tempel von Gott. Was du bist, du zerstörst es. Hast du schon mal ein Haus gesehen, da wo Rauch rauskommt aus dem Fenster und Leute sind ganz normal und macht sich gar keine Sorgen. Nein. Aus jedem Fenster, da wo schwarzes Rauch rauskommt, wo Qualm rauskommt, macht man sich Sorgen, weil man weiß, es brennt, etwas stimmt nicht. Und aus deinem Fenster, aus deinen Löchern kommen überall kommen Rauch raus. Und du findest es normal. Du zerstörst dich. Bezahlst auch noch Geld dafür. Und auch nicht wenig Geld. Und sagst, du bist Christ. Hat der Herr schon jemals geraucht? Nein. Hat er uns was gelehrt? Nein. Hat er sich besoffen? Nein. Hat er sich mit Drogen vollgepumpt? Nein. Mit Unzucht? Nein. Er ist der Einzige, der ohne Sünde war. Und er hat uns den Weg gezeigt. Ihn sollen wir ehren. Der Himmel und Erde erschaffen hat. Und Johannes sogar bestätigt uns, dass er Himmel und Erde erschaffen hat. Können wir sogar lesen, Johannes 1. Wer ist dieser Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat? Wer ist dieser Gott, den wir ehren sollen? Wer ist dieser Gott, dem die Ehre gebührt? Wer ist dieser Gott? Johannes Kapitel 1. Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Hier wird uns mal bestätigt, dass Gott alle diese Dinge erschaffen hat. Amen? Amen. Alles wurde durch ihn erschaffen, durch das Wort. Wir lesen weiter. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also in ihm war sogar das Leben und das Licht der Menschen. Der Menschen. In ihm ist das wahre Leben.
Dass alle, die ihn haben, alle, die ihn ehren, in Wahrheit und im Geist, haben das Leben. Alle, die ihn ehren, in Wahrheit und im Geist, haben das Licht. Die leben nicht mehr in der Finsternis. Was ist Finsternis? Das Gegenteil von Gott. Der Hass, die Sünde, der Rassismus und so weiter und so fort. Das ist Finsternis. Hexerei, Magie, Freimaurerei. Alle, die in diesen ganzen Logen drin sind. Das ist die Finsternis. Amen. Amen. Wir lesen weiter. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Mhm. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Mhm. Dieser kam zum Zeugnis, dass er von dem Licht zeugt, auf dass sie alle durch ihn glaubten. Also sogar der Johannes ist gekommen, um über das Licht zu bezeugen. Ja. Damit alle an das Licht glauben. Ja. Er hat nie von sich selbst gesprochen. Aber er ist da gekommen, um uns den Weg zu zeigen. Um uns die Richtung zu zeigen. Aber heutzutage sehen wir, dass die angeblichen Prediger das Gegenteil machen. Die bezeugen nicht über das Licht, vom Licht, aber die reden von sich selbst. Mhm. Die reden von ihren Reisen, Weltreisen, was sie machen. Die reden von ihrem Geld, die reden von ihrem Besitz. Die präsentieren es sogar öffentlich. Die haben Accounts auf Facebook, da wo ihre Gesichter drauf sind. Wir wollen doch nicht eure Gesichter sehen. Wir wollen den Herrn sehen. Präsentiert uns den Herrn. Präsentiert uns das Licht. Präsentiert uns die Wahrheit. Aber doch nicht euch. Weil ihr werdet auch vergehen, wie alle anderen auch. So wie wir auch. Amen. Amen. Wir lesen weiter. Er war nicht das Licht, sondern das erzeugt von dem Licht. Mhm. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Genau, das war sogar das wahrhaftige Licht. Es gibt auch ein falsches Licht. Ja. Weil der Teufel kann sich verkleiden, oder? Ja. Und das ist das. Viele Leute lassen sich täuschen, weil viele Leute sich verkleiden. Die tun so, als wären die das Licht. Die tun sich im Vordergrund stellen und lassen den Herrn hinten. Der Herr hat ihnen die Gnade gegeben, ja, er versteht das Wort, er hat Gaben, Heilung und so weiter und so fort. Und deswegen fällt er in diese Falle und bringt sich nach vorne. Präsentiert nicht das wahrhaftige Licht, aber präsentiert sich selbst das falsche Licht, weil die Menschen werden vergehen. Amen. Amen. Aber der Johannes, was hat er gemacht? Er hat den Menschen das wahre Licht gezeigt. Amen. Amen. Weiter. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht, mhm, und die Welt kannte es nicht. Es war in der Welt, dieses Licht? Ja. Die Welt wurde durch das Licht gemacht? Ja. Aber die Welt hat das nicht erkannt? Ja. Amen? Amen. Aber dahinter haben wir gesehen, dass wir sollen den Gott ehren, der Himmel und Erde erschaffen hat. Ja. Okay, wir lesen weiter. Er kam in sein Eigentum, mhm, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sogar die, die ihn erwartet haben, wären, Israel hat ihn erwartet, hat ihn angebetet, sende uns den Maschia, sende uns den Messias. Die haben ihn erwartet, aber die haben ihn auch nicht erkannt. Ja. Die haben nicht verstanden, dass den ihr gerufen habt, den ihr eingeladen habt, den ihr angebetet habt oder anbetet, da ist er. Wir lesen weiter. Wie viel ihn aber aufnahmen, mhm, denen gab der Macht, mhm, Kinder Gottes zu werden, mhm, die an seinen Namen glauben, mhm, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Wille des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Also die Leute, die das Wort Evangelium annehmen, das Wort, der das Licht ist, der das wahrhaftige Licht ist, annehmen, denen hat er die Macht gegeben, Kinder Gottes zu werden. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist das heilige Evangelium. Es ist heilig. Es ist nicht schmutzig. Es bringt uns dazu, in die Heiligung zu leben, in der Heiligung zu leben. Amen. Amen. Es bringt uns davon, uns von schlechten Dingen dieser Erde zu trennen. Amen. Amen. Das heißt, es muss etwas in dir bewirken. Und zwar was? Die Trennung. Die Trennung von der Finsternis. Damit das Licht in dir reinkommt, das Licht in dir strahlt. Das Licht dein Herz befüllt mit Liebe. Das Licht dein Herz befüllt mit Heiligung. Das Licht dein Herz befüllt mit, sagt man, dass deine Augen sich öffnen, dass du erkennst, was gut und böse ist. Und du jetzt nur den richtigen Weg wählst und den Weg in diesem Weg wandelst. Amen? Amen. Diejenigen, die das Wort empfangen haben, diejenigen, die Gott empfangen haben, denen hat er die Macht gegeben, Kinder Gottes zu werden. Wow.
Was ist mit denen, die in die Gemeinde gehen, aber die nicht empfangen haben? Dann sind sie leider kein Kinder Gottes geworden. Okay, das heißt, es gibt Leute, die sind Kinder Gottes, gibt es Leute, die sind keine. Genau. Weil oft ist es ja so, wir sind doch alle Gottes Kinder. Nein. Wir sind alle seine Schöpfung, er hat uns alle erschaffen, aber wir müssen, wie wir gelesen haben, das Licht sollen wir empfangen. Ohne das Licht sind wir kein Kinder Gottes. Ja, und wie das Wort sagt, Licht, wenn ich das Licht habe, dann ist kein Finsternis mehr in mir. Also ich kann nicht sagen, ich bin ein Kind Gottes geworden und ich und meine Werke sind finster. Ich hasse meine Nächste, ich wünsche, dass, was weiß ich, dass meine Nächste stirbt. Ich habe solche Gedanken, ehebrüche Gedanken, dann bin ich einfach. Also das Licht ist nicht in mir, sondern wenn das Licht kommt, das reinige mich und das macht aus mir ein anderer Mensch. Ja, also wir sollen uns auch nicht täuschen oder täuschen lassen. Und ich denke, jeder weiß eigentlich, was ich mache, das gefällt Gott nicht, weil der hat uns schon ein Gewissen gegeben. Mhm. Dieses Gewissen hat jeder Mensch. Also eigentlich muss man dir nicht sagen, was du tust, ist nicht gut. Du weißt es selber, aber du willst selber, ich mach weiter oder ich kehre zu Gott. Also die Wahl haben wir zu jeder Zeit. Ja. Genau. Das heißt, nur zur Information, was wir vorher auch nie gewusst haben, wir dachten, alle sind Kinder Gottes. Nein, nur die, die ihn empfangen haben, nur die, die in seinem Wort wandeln, die ihn aufgenommen haben, die ihn fürchten, genau, die ihn ehren, in Wahrheit und im Geist, die sind Gottes Kinder. Das heißt, du kannst jeden Sonntag in die Gemeinde gehen, du kannst jeden Sonntag nicht in der katholischen Kirche hingehen, du kannst Gaben geben, so wie uns 1. Korinther 13 sagt, du kannst sogar deinen Arm abschneiden und das zur Transplantation abgeben, du kannst spenden, du kannst alles machen, was du willst, aber wenn du ihn nicht empfangen hast, dann bist du nichts. Ja. Dann bist du nichts. Dann machst du das vielleicht, damit die Leute das sehen. Dann machst du das vielleicht, um jemandem etwas Gutes zu tun. Aber du bist nicht du bist nicht durch deine Taten errettet, aber durch das Glaube an Joshua. Amen? Amen. Weil man ist nicht durch seinen Werk errettet, aber durch das Glaube. Vers 14 bei Johannes. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als der eingeborene Sohnes von Vater. Volle Gnade und Wahrheit. Amen. Wow. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieses Wort war das Licht. So ist das, ne? Genau. Und dieses Wort, das steht hier drin, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ja. Der Johannes hat von ihm bezeugt. Und von wem hat Johannes bezeugt? Wo können wir das sehen? Wir wollen schauen, wo der Johannes, von wem hat Johannes bezeugt? Weil hier wurde uns, es wurde uns beschrieben, wer er ist. Wir wollen seinen Namen wissen. Von wem hat der Johannes bezeugt? Wer war dieses Licht? Wer war oder wer ist? Weil er ist immer noch. Wer ist dieses Wort? Wer ist das Licht der Welt, das wahrhaftige Licht, von dem Johannes bezeugt hat? Von wem zeugt Johannes? Wir werden weiterlesen. 1. Johannes 1, Johannes Kapitel 1, ab Vers 15, lesen wir weiter. Johannes zeugt von ihm, ruft und spricht: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Aha, das heißt, derjenige, der nach ihm kommt, war auch vor ihm. Ja. Wie ist es möglich? Man muss nur Gott sein. Ja, anders geht's nicht. Hm. Versteht ihr? Das ist klar. Aber wie lesen wir das Evangelium? Lesen wir es so wie eine Zeitung oder lesen wir das mit dem Auge vom Geist? Es ist klar. In Offenbarung sagt man zu uns, wir sollen den Gott ehren, nicht irgendwelche Götter. Es gibt nur einen Gott, den wir ehren sollen, der Himmel und Erde erschaffen hat. Ihm gebührt die Ehre. Den sollen wir fürchten. Und nicht irgendwelche Metalle, nicht irgendwelche Steine. Den Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat.
Johannes sagt zu uns, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war das Licht der Welt, er ist gekommen. Amen. Mhm. Er hat mitten unter uns gelebt, aber Leute haben es nicht erkannt. Wer ist er? Das versuchen wir gerade herauszufinden. Wer ist er? Und Johannes sagt zu uns, er hat über ihn gezeugt. Amen. Amen. Er wird ihm nach ihm kommen, aber er war auch vor ihm. Wow. Wir lesen weiter. Und von seinen Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Wow. Denn das Gesetz ist durch Moses gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesum Christum geworden. Warte, warte. Durch die Fülle von ihm, der kommen soll, ja, und der schon vor ihm war, ja, ja, ist gekommen, Gnade um Gnade. Und dann sagt er zu uns weiter, das Gesetz ist gekommen durch Moses, ja, aber die Gnade, die wir bekommen haben durch die Fülle von dem, der kommen wird und schon war, mhm, ist gekommen durch wen? Jesus Christus. Wow. Durch wen ist es gekommen? Durch Jesus Christus, Yeshua HaMashiach. Durch ihn ist die Gnade gekommen. Amen? Amen. Das ist klar und deutlich. Wir lesen weiter. Niemand hat Gott je gesehen. Mhm. Der eingeborene Sohn, mhm, der in den Vater Schoß ist, mhm, der hat es uns verkündigt. Mhm. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, mhm, da die Juden sandten von Jerusalem Priester und Leviten, dass sie ihn fragten, mhm, wer bist du? Mhm. Und er bekannt und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht Christus. Und sie fragten ihn, mhm, was denn? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Aber war er kein Prophet? Doch. War er nicht der Elia, der prophezeit wurde in Malachia? Doch, der ist mit seinem Geist gekommen. So sieht's aus. Aber er ist nicht gekommen, um sich zu präsentieren. Er ist nicht gekommen, um seinen Dienst zu präsentieren. Er ist nicht gekommen, um sich zu zeigen. Nein, aber er ist gekommen, um den zu zeigen, der er retten kann. Er ist gekommen, um den zu zeigen, der dem die Ehre gebührt. Er ist gekommen, um den zu präsentieren, den wir loben, ehren und fürchten müssen. Amen? Amen. Obwohl er auch Gottes Diener ist, war er war Prophet. Aber es war nicht, nein, er wollte nicht sich nach vorne bringen. Er wollte sich nicht zeigen. Er wollte sich demütigen und den Namen vom Herrn erheben. Amen? Amen. Lesen weiter. Und da sprachen sie zu ihm, was bist du denn? Ja, wer bist du denn? Dass wir Antwort geben, denen sie uns gesandt haben. Mhm. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Richte den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und die gesandt waren, sie waren von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn so, du nicht Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der ist es, der nach mir kommen wird. Mhm. Welcher vor mir gewesen ist, dass ich nicht wert bin, dass ich seine Schnurriemen auflöse. Genau, er sagt, ich bin nur eine Stimme, um zu richten den Weg. Er ist gekommen, um die Herzen der Menschen vorzubereiten. Für wen? Für sich selbst, damit er selbst in ihren Herzen regiert? Nein. Mhm. Ist er gekommen, damit er da sich als Gott vorstellt? Nein. Mhm. Er ist gekommen, um den Weg vorzubereiten. Für wen? Für den Maschia. Für den Herrn, für den Messias, für die Lösung, für den, der Himmel und Erde und Wasser und alles erschaffen hat. Amen? Amen. Und er sagt, ich bin es euch mal würdig, seine, was sagt er? Schuhriemen aufzulösen. Ja, seine Schnursenkel aufzuräumen. Das ist nicht mal würdig. Er will damit sagen, ich bin nichts. Aber er allein, ihm allein gebührt die Ehre. Ihm allein, er muss gelobt werden, er muss erhoben werden, er allein. Wer ist der, von dem er spricht? Der Gott ist, der das Wort ist, der das Licht ist. Wer ist der? Das versuchen wir gerade herauszufinden. Wir lesen weiter. Dies geschah zu Betabara jenseits des Jordans, mhm, wo Johannes taufte. Mhm. Des anderen Tages sieht Johannes Jesus zu ihm kommen und spricht. Mhm. Siehe, das ist Gottes Lamm, mhm, welches der Welt Sünde trägt. Mhm. Geht weiter.
Dies ist es, von dem ich gesagt habe, habe, nach mir kommt ein Mann, welcher vor mir gewesen ist. Wow. Also er sagt, er hat viele Menschen gesehen. Ja. Er hat viele Menschen getauft. Ja. Aber an dem Tag hat er diesen Menschen gesehen. Mhm. Aber dieser Mensch war anders. Er war nicht nur Mensch, er war 100% Gott. Und er hat gesagt, nee, ich habe euch doch von jemandem gesprochen. Er wird kommen. Er ist es würdig, weil ich bin nichts. Er ist die Lösung. Er ist die Liebe. Er ist der wahre Weg. Er ist die Wahrheit. Ihnen müsst ihr folgen. Er wird nach mir kommen, ja, aber er war auch vor mir. Und als er ihn sah, sagte er, es ist der, der, von ihm habe ich gesprochen. Das ist der, der nach mir kommen wird und der auch vor mir war. Ja. Wie kann jemand nach jemandem kommen und auch vor ihm gewesen sein? Wie geht das? Hast du gerade gesagt, er kann, das ist nur Gott. Dieser Gott in Offenbarung 14, den wir fürchten sollen. Sein Name ist Joshua Mashiach, Jesus Christus, der Messias, die Lösung. Amen? Amen. Es ist klar. Wir lesen weiter. Also, welcher vor mir gewesen ist, denn er war eher denn ich. Und ich kannte ihn nicht, sondern auf dass er offenbar würde in Israel. Darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Am nächsten Tag, Und Johannes zeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube von Himmel und blieb auf ihn. Und ich kannte... Ganz kurz, viele Leute verstehen das auch ganz falsch, weil in vielen Gemeinden werden zum Beispiel Tauben verkauft. Und man sagt, der Heilige Geist hat die Form einer Taube. Nein. Aber man sagt, er kam wie eine Taube. Aber er ist keine Taube. Ja. Also irrt euch nicht und lasst euch nicht betrügen. Und was bringt euch das, wenn ihr diese Tauben kauft? Die Taube wurde auch vom Herrn erschaffen. Wir sollen nicht eine Taube ehren. Wir sollen dem Ehren, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und keine Taube. Amen. Entschuldigung. Wir lesen weiter. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihn bleiben, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich sah es und zeugt, dass dieser ist Gottes Sohn. Des anderen Tages stand abermals Johannes und zwei seine Jünger. Und als er Jesus sah, wandel, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Das ist Gottes Lamm, was macht dieser Gottes Lamm? Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Genau, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünden trägt. Das ist Gottes Lamm. Wen hat er gesehen? Jesus. Siehe, das ist Gottes Lamm. Die Lösung. Der wahre Gott. Das Wort, der mit uns gelebt hat. Der Fleisch wurde. Der für uns ans Kreuz gegangen ist, um unsere Sünden zu tragen. Weil Jahwe hatte gesagt, es gibt keinen anderen Retter außer mich. Aber wie kann es sein, dass ein anderer kommt? Nein, das ist kein anderer. Es ist er. Amen? Amen. Er ist gekommen. Es gibt keinen anderen Gott. Einen einzigen wahren Gott. Und den sollen wir ehren. Es bringt dir nichts, wenn du dein ganzes Leben lang in der Gemeinde verbringst, in der Gemeinde schläfst, aber wenn du nicht Gott fürchtest, wenn du Sünde, wenn du sündigen tust, wenn du lügst, wenn du hast und alles andere, was du auch kennst. Weil wie der Bruder sagte, wir haben ein Gewissen und du weißt, was du tust. Du weißt, du kennst die Dinge, die du tust. Du weißt, ob es gut ist und ob es schlecht ist. Es bringt dir nichts, wenn du das tust und in eine Gemeinde gehst. Es bringt dir nichts, wenn du das tust und singst. Es bringt dir nichts, wenn du das tust und predigst. Es bringt dir nichts, wenn du das tust und aktiv bist. Es bringt dir nichts. Aber fürchte den Herrn. Hasse die Sünde. Trenne dich davon und lebe in Heiligung. Lebe in Wahrheit vor Gott und sei kein Heuchler. Lebe kein Doppelleben. Vor den Menschen tust du so, als wärst du heilig. Oder vor der Gemeinde tust du, als wärst du heilig, aber wenn du in der Welt bist, tust du genau das andere, was die anderen auch tun. Lebe kein Doppelleben. Versteck dich nicht, weil der Herr sieht dich sowieso. Auch im Dunkeln sieht er. Auch wenn es ganz schwarz ist, auch unter deiner Bettdecke, wenn du dich selbst befriedigst, er sieht dich. Also lass es. Er sieht alles. Fürchte den Herrn.
Fürchte den Herrn wahrhaftig. Fürchte den Herrn wahrhaftig und ehre ihn, ihn allein. Ihm gebührt die Ehre. Er ist gekommen, um uns zu retten. Er war vor uns, er ist nach Johannes gekommen, aber er war auch vor ihm. Weil er hat keinen Anfang und kein Ende. Wir werden noch einen Vers lesen in Hebräer 7. Letzter Vers, Hebräer 7. Also Hebräer Kapitel 7 Vers 1. Mhm. Dieser Melchisedek aber war ein König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten, der Abraham entgegenging, da er von dem Könige Schlacht wiederkam, und segnete ihm, welchem auch Abraham gab ein Zehnten aller Güter, auf erste wird er verdolmetscht, ein König der Gerechtigkeit, danach aber ist er auch ein König Salems, das ist ein König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlecht, und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Mhm. Er ist aber verglichen dem Sohn Gottes und bleibt Priester. Johannes hat gesagt, Amen, Amen, Amen. Johannes hat gesagt, er wird nach ihm kommen, er war aber auch vor ihm. Ja. Und hier spricht man zum Beispiel in dem Kontext von Melchisedek. Mhm. Er war vor Johannes. Ja. Unser Johannes ist verglichen an wem? Er ist aber verglichen dem Sohn Gottes und Priester und bleibt Priester in Ewigkeit. Und bevor er das sagt, sagt er zu uns, der so ist wie der Sohn Gottes, er hat keine Mutter, keinen Vater, keinen Anfang, kein Ende. Er ist ewig. Er ist der Herr, der König der Könige. Wer? Joshua. Jesus Christus, unsere Erlösung. Ihm müssen wir ehren. Ihn müssen wir fürchten. Und was hat er uns gebracht? Das ewige Evangelium. Das, was uns sagt, fürchte ihm. Es gibt nur ein Evangelium, keine zwei, keine drei. Eine Lösung, eine Wahrheit, eine Taufe, ein Gott, ein Glaube, Joshua Mashiach. Amen. Amen. Seid ermutigt, seid gestärkt. Ihm allein gebührt die Ehre. Wir danken den Herrn für diesen Moment. Im Namen Joshua. Amen. Amen.